Moin zusammen, willkommen zurück zu Okami. Im letzten Part haben wir Tasuke kennengelernt. Die hat uns eine nette Geschichte über die Arche der Yamato erzählt, die im Laochi-See eingefroren ist. Und auch von einem göttlichen Wesen, was überlebt hatte nach der Übermacht der ganz Bösen, das noch auf der Arche der Yamato ausgebrochen ist, sagen wir es mal so. Und jetzt wollen wir nach Yoshpet oder durch Yoshpet. Und Kai müsste hier auf uns warten. Aber da geht erstmal die Sonne unter. So, jetzt. Und wie auf mysteriöse Weise geht mal wieder die Wand weg. Und jetzt schauen wir mal, wo denn die liebe Kai auf uns wartet. Der östliche Wald. Die ersten Bewohner von Kamil tauften ihn Yoshpet. Das bedeutet in ihrer alten Sprache verschlungener Wald. Man sagt, der Wald wird dich verschlucken, wenn du dich verirrst. Kai sagte, sie würde hier auf uns warten. Ich frage mich, wo sie steckt. Das ist nicht Kai. Nein, das ist nicht Kai. Ah, Amaterasu. Ah, nicht schon wieder dieser mächtige Prophet. Was suchst du jetzt schon wieder, Darling? Ich suche immer noch nach... Du weißt schon was. Aber diese Kälte macht es einem ganz schön schwer. Als ob uns das interessieren würde, Hübscher. Wenn du uns weiter folgen willst, dann solltest du uns lieber sagen, wer du wirklich bist. Wer ich wirklich bin? Genau, ich meine, wir wissen bereits, dass du nichts Gutes im Schilde führst. Excuse me, aber ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich suche nur nach einem bestimmten Pfad. Man könnte sagen, ich bin ein Sucher des ewigen Himmels. Aha! Jetzt weiß ich, warum du immer von einem Pfad in den Himmel laberst. Du planst einen Wolfsmord. Danach willst du Amis Platz im Himmel einnehmen. Huch! Hey, dieser Blick lässt mich vermuten, dass ich den Nagel auf den Kopf getroffen habe. Das erklärt auch, warum du überhaupt überall auftauchst, wo wir hingehen. Ein Pfad in den Himmel? Pfarr! Eher ein Highway zur, du weißt schon wohin. Du verstehst mich falsch, meine kleine hüpfender Freund. Der Pfad in den Himmel, den ich suche, hat nichts mit solch vulgären Dingen zu tun. Mein Pfad in den Himmel ruht hier in dem Land von Kamui. Ich suche eine himmlische Arche. Himmlische Arche? Das ist richtig. In Kamui gibt es ein Schiff, das vom Eis eingeschlossen ist. Ich kann es jetzt spüren. Ich kann es fast greifen. Du weißt das auch, oder etwa nicht, Amaterasu? Hey, lass es verknüllen daraus. Nun, ich muss mich jetzt von euch verabschieden. Diesmal gibt es keinen Grund für irgendwelche Prophezeiungen. Goodbye. Wow! Da taucht immer auf. Verschwindet dann wieder. Und wir sind nicht schlauer geworden. Und ich werde hier speichern. Unbedingt. Der Grund, ich hasse diesen Wald. Ja. Er ist böse. Dieser Wald ist böse. Können wir nicht durch den Agatha-Wald gehen? Ich habe bereits auf dich gewartet, Amaterasu. Hast du das schon gewusst? Dass Yoshpet verschlingender Wald bedeutet? Es wird gesagt, wenn man sich hier verirrt, dann kommt man nie wieder heraus. Sogar die Monster versuchen, so gut es geht, diesen Ort zu meiden. Unserem Stamm wurde der Schutz dieses Waldes anvertraut. Deshalb ist der Eingang auch mit dem Uina-Siegel versiegelt. Aber seit kurzem wird die Macht des Waldes schwächer. Deshalb ist es schon schwierig vorherzusehen, was uns darin erwartet. Aber wenn wir es bis tief in den Wald reinschaffen, werden wir an einen besonderen Ort kommen. Es ist ein geheimer Ort, den Menschen niemals erreichen können. Ich hatte so eine Art Verbindung zu dem Ort, als ich klein war. Darum kenne ich auch den Weg. Stimmt's, Izu? Es besteht die Chance, dass Lika vielleicht dort ist. Wir verlassen uns alle auf dich, Amaterasu. Nun, es ist an der Zeit, unsere Expedition in den Wald zu beginnen. Und so schnell du kannst, bist du bereit aufzubrechen? Jupp. Lass mich dich warnen. Unterschätze diesen Wald nicht, okay? Die Pollen der Bäume hier haben die Macht, Lebewesen zu verwirren. Wir Uina können hier nicht lange bleiben.
Und ich nehme an, du auch nicht. Keiner von uns möchte hier in dem Schneesturm verloren gehen und hier draußen sterben. Also bleib an mir dran und fall nicht zurück. Ich mag diesen Wald nicht. Ist böse. O Geister der Luft, der Erde und der See, beschützt uns mit euren göttlichen Kräften. Oh, gestern. Wie gesagt, ich mag diesen Wald nicht. Das fängt schon gut an. Los, Kai, weiter. Oh. Bisschen Zeit. Ah, geht weg, geht weg, geht weg, geht weg, geht weg. Ah, geht weg, Kiste. So, Kai kann weitergehen. Ich bin ganz dicht hinter dir. Ah, Hilfe, Hilfe. Ah, ah, Hilfe. Ah. Kai, was tust du? Wo springst du lang? Es ist voll gefährlich, was du hier tust. Die Kiste kann mich jetzt mal. Ich möchte hier durch. Ah. So. Bestimmt genau in der Kiste war eine versteckte Perle drin, nicht Anis. So. So, jetzt gehen wir da lang. Ich glaube, das war der erste Abschnitt. Gibt's noch mehr, ne? Ja, ja, es gibt noch mehr. Entschuldigung. Ich wusste es nicht mehr. Ah. 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 Ah, lass den Scheiß doch liegen. So, einmal hier hoch. So, dann da hoch. Oh, 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 oh. Hab ich nicht gesehen. Ich lasse jetzt einfach mal alles liegen, was hier ist. Ich möchte einfach nur durch. So. Gibt's auch schön lila Suppe. Mein Gott, bin ich fast runtergefallen. Jedenfalls hatte ich das Gefühl, als ob. So. Kai, lauf. Autsch. Lauf, Kai, lauf. Zeig mir den Weg, bitte. Ja, ich komme hinterher. Ich bin da. Ich bin da. Kiste. Streute Perle. Kai, lauf weiter. Please. So, hier lang, da lang. Das war der nächste Abschnitt. Kommt noch einer? Natürlich. Yay. Ah, 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 ah. Kai, warte auf mich, bitte. Ich kenne mich hier doch nicht aus. Wer stößt die an? Wo ist Kai überhaupt? Kai, wo bist du? Alter Schwede. Ah! Ah! Alter. Scheiß Schneebälle, geh weg. Kai. Kai, wo bist du? Hier sind voll viele Schneebälle und so. Kannst du mir bitte die ganzen Schneebälle hier allein lassen? Oh, nicht schlecht. Hier rum, ouch. Das war klar. So. Sie lacht auf mich. So, Kai, kann weitergehen. Jetzt kommen wieder die Eiszapfen von oben her. Wunderschön. Hi. Bitte. Ah. Lass mich hier nicht alleine. Kiste. Zeit habe ich genug. Das wird nicht das Problem sein, aber... Ja. Ja. Ah. Bin zu spät gesehen. Kai denkt sich bestimmt auch, was für ein Blödmann. Läuft hier mal rein. So eine blöde Kuh.
Ist doch voll einfach, hier auszuweichen und alles. Oh, das hört sich gut an. Das hört sich gut an. Doch, das finde ich gut. Wir sind da. Es ist schon eine Weile her, seit ich das letzte Mal hier war. Deshalb hatte ich Zweifel, ob ich es noch schaffe. Weißt du, trotz dieser langen Zeit hat es sich hier kein bisschen verändert. Amaterasu, dieser Ort hier ist das kleine Geheimnis von Joshpet. Willkommen in Ponktan, der Heimat der Kurupakel. Ich bin sicher, Isu wird dir noch mehr darüber erzählen. Ach. Egal, Kimo hatte Likas Gegenwart hier gespürt, stimmt's? Wenn wir sie nicht finden, bevor der Tag der Finsternis beginnt und sie nicht den Vulkanbeschwörung durchführt, dann wird Kaomi für immer unter Eis gegraben werden. Wir verlassen uns alle auf dich, Amaterasu. Immer diese großen Hoffnungen in mich. Das ist sehr lieb von euch. Gut, betreten wir Ponktan. Oh, sind Bäume. Bäume? So. So. Und Hirsche. Hirsche mögen Klee. Deswegen kriegen Hirsche noch Klee. So. Und irgendwie war da hinten auch noch was. Ja, da ging es auch noch weiter. Oh, Schweinchen. Dann geht's weiter. Nee, 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 nee. Dann gehen wir erst hier hin. Was waren hier zum Füttern? Häschen. Die füttern wir natürlich auch nochmal eben. So. Und dann gehen wir nach Ponktan. Wie auch immer man dahin kommt. Hängt fest. Ah. So. Dieser Ort hat sich kein bisschen verändert. Ami, das Kuropokeldorf Ponktan ist in diesem Baumstumpf. So schade, dass du zu groß bist. Ich bin sicher, es würde dir gefallen, da reinzugehen und mit den Bewohnern zu sprechen. Hey, ist das nicht... Ja, es ist das Wunschzepter. Was macht es denn hier? Sag mir nicht, dass es dir deine Güte vergelten möchte. Ich glaube schon. Wer hätte gedacht, dass Sachen so loyal sein können? Ich schätze, du könntest Ponktan besuchen, wenn du kleiner wärst. Nun, Fake Neue, gehst du nun da rein oder was? Ja, natürlich. Ich will da rein. Wirklich? Nun, ich schätze, du könntest die Dorfbewohner nach Lika fragen. Aber du wirst alleine gehen müssen. Ich werde da nicht hineingehen. Nein, mein cooler Helm könnte an so einem uncoolen Ort Schaden nehmen. Isun ist so ein Angsthase. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Speichern. Und dann wieder die schöne fröhliche Musik. Okay. So, dann schreiben wir uns mal Ponktan schon mal ein bisschen an. Oh, wir laufen auf Spinnenweben. Auch interessant. Jedenfalls ist sehr, sehr schön hier. Doch. Und laut. So, hier gibt es Häuser. Wupp. Ich kann einfach so reingehen, wenn sie Splitter wegschieben. Hi. Ha? Du bist ein bisschen zu klein für einen Wolf, oder? Du trägst eine seltsame Bemalung. Du bist der erste Besucher in diesem Dorf, der keine Kuropokel ist. Mein Name ist Mia. Mir freut eine Bekanntschaft zu machen. Weißt du, da war neulich ein verlorenes Kind im Wald. Sie ist sogar noch tiefer in den Wald gewandert. Und dann ist sie durch das Geistertor verschwunden.
Seite scheint irgendwelche besessen zu sein oder sowas. Das Geistertor ist ein Relikt, das sich noch tiefer im Wald befindet. Das ist ein seltsamer Ort, das einen an andere Orte und Zeiten bringt. Aber die Leute sagen, dass das Tor zur Eröffnung Unglück bringt. Wir Korobocke halten uns immer fern davon. Aber als ich das Mädchen tiefer in den Wald gehen sah, bin ich ihr gefolgt, weil ich mir Sorgen gemacht habe. Ich sah, wie sich das Tor öffnete, als es davon stand. Und dann war sie auf einmal verschwunden. Glaubst du, ich sollte es dem Ältesten erzählen, Wölflein? Wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn du das tun würdest. Blub. Das ist eine Raupe. Interessant, das ist eine Raupe oder sowas. Interessant. So. Geht's auch noch weiter hoch? Ja. Ich seh nix. So. Hier hoch. Aha, dann ist hier noch so ein Raupending. Da ist ein Glühwürmchen. Ein großes Glühwürmchen. So, zack. Oh, das da unten sieht wichtig aus. Schauen wir nachher mal rein. Noch ein Mädchen. Hey, das ist erstaunlich. Ein Wolf in der gleichen Größe wie wir. Das ist ein bisschen verdächtig, wenn du mich fragst. Wie hast du es geschafft, es so weit innerhalb von spät zu kommen? Sogar der Oina-Stamm kann es nicht lange in diesem Wald aushalten. Wir alle anderen Kreaturen sterben sofort im Wald. Vor langer Zeit ist hier sogar ein Oina-Mädchen mal verschwunden. Sie war dem Tode nahe, armes Ding. Einer von unserem Stamm, Isun, hat sie da draußen gefunden. Er hat ihr geholfen, den Weg zurück zum Rand des Waldes zu finden. Es ist komisch, dass ich mich nach all der Zeit an sie erinnere. Ich schätze, sie muss mittlerweile erwachsen sein. Sie meint bestimmt Kai. Großes Pferdchen. Ja, so nett ist unser Isun. Sie schon in das erste Mädchen verguckt, was er gesehen hat. Und das war Kai. So, jetzt möchte ich hier gerne wieder runter. Kann ich hier runterspringen? Ja, so kann ich hier runterspringen. Da kann ich auch runterspringen. So. Da ist ein männlicher Korobocke. Wow, wir haben hier normalerweise keine Tiere. Die Bäume in diesem Wald verströmen seltsame Pollen. Die meisten Tiere und Monster halten sich fern, da sie diese nicht vertragen können. Wir haben Glück, dadurch wird unser Dorf alle die Jahre sicher, auch wenn in letzter Zeit mehr Monster herumschleichen. Sie kommen immer tiefer in den Wald hier rein. Du bist ganz schön klein für einen Wolf und hast eine seltsame Bemalung, aber du scheinst kein böser Wolf zu sein. Und das ist es, worauf es ankommt. Der scheint ja sorgenvoll zu sein. Wunsch geschieht dir nichts, aber die Monster kommen immer näher. Ach, egal. Naja, wenn er meint. So, hier wachsen Pilze. Oh, hi. Na? Bleib sofort stehen! Bist du so eine Art Wolf? Du kannst kein gewöhnlicher Wolf sein, wenn du so nach Hong Kong reingekommen konntest. Ich verlange, dass du dich vorstellst. Hi. Das ist seltsam. Normalerweise können wir Tiere verstehen. Ich habe keine Ahnung, was in dem Kopf dieses Wolfes vorgeht. Aber diese seltsame Bemalung und das göttliche Instrument sieht aus wie... Ich habe auch so ein Gefühl, als hätte ich das schon einmal gesehen. Darf ich rein? Bleib sofort stehen! Ich erinnere mich, wo ich dich schon einmal gesehen habe. Du scheinst genau aus wie der Wolf auf der Bildrolle im Haus des alten Ishaku. Heißt das, dass du ein Freund von unserer älteren Ishaku bist? Das dachte ich mir. Dann sollten wir dich lieber reinlassen. Das ist das Haus von Ishaku, dem Ältesten der Korobocke. Er ruht sich gerade im Haus aus. Bitte geh hinein. Er ist alt und recht schwach geworden. Seine Augen sind ganz schön schlecht. Berücksichtige das. Mach ihm keine Scheinschere rein hier. Nein, nein, nein. Okay, nehme ich jetzt rein. Ich kenne dich, dieser Geruch. Wer ist da? Nein, das kann nicht sein. Aber dieses Gebell würde ich überall wiedererkennen. Du bist Ami. Ami, du bist es. Als du diese Welt nach diesem brutalen Kampf verlassen hattest, hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich dich jemals wiedersehen würde. Meine Augen sind auf meine alten Tage schlechter geworden, aber ich kann es spüren. Ich kann die Träume spüren, die auch du zu verbergen versuchst.
Ja, ignoriere mich einfach. Das ist die Arbeit, die ich kenne. Ich weiß nicht, wie du es geschafft hast, so klein zu werden. Aber diese Unhöflichkeit von dir beweist mir zweifelfrei, wer du bist. Okay. Okay, der Ishaku scheint ein sehr sympathischer kleines Kerlchen zu sein und mal wieder ein alter Herr, der einfach nur eine Macke hat. Aber wir werden im nächsten Part mal ein bisschen weiter mit ihm flirten. Also, bis dann. Tschüss.